So, da sind wir auch schon wieder. Ich muss das Overlay ausschalten. Und da drüben kurz im Monitor das Falsche zu sehen. So, zack, 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 schnell. Komm, weiter. So lange warten hier. Okay, wir haben jetzt die blöde Münze endlich. Ja, hallo! Komm jetzt spielen. Ich will immer spielen. Wir haben eine Spielmünze, Rextor. Ja! Oh gut, geh zum Spielautomaten und drücke A. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rextor Spezialgewinn. Oh, cool. Was? Kartos Karting? Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja, doch. Auf jeden Fall. Okay, okay. Rennen über 5 Runden, schnapp die Power-Ups, schieß auf Dinge, erreiche die schnellste Zeit. Linken Stick fahren, mit X schießen. Fahren, ausweichen, kaputt machen. Das sind nur 3 Dinge, die man in Hindernisrennen so macht. Rex verändert sich nicht an andere Dinge. Okay. Amazing Rexo Software Entertainment Presents. Cartoons Karting. Kann man das umschalten? Nein. Und bloß wählen. Okay. Okay, mit dem linken Stick und X. Okay, okay, okay. Ich verstehe, verstehe, verstehe. Wir haben 5 Runden. Sehr bewusst. Hier hätte man eine Abkürzung nehmen können. Okay, okay. Wenn die, warum wir schießen können, habe ich gesagt. Ah, okay, deswegen können wir schießen. Verdammt. Ja, nein, okay, okay. Ah, Mist, Mist, okay, also die. Der dampft ja immer weg. Dann würde ich den die 2 jetzt nämlich kaputt machen. Für die nächste Runde. Ach, komm schon. Ja, Mann. Oh, okay, okay, die dürfen wir also nicht einsammeln. Okay, los geht's. Nein! Nein, der Bus verpasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller war, aber die blöden Viecher stehen auf jeden Fall wieder da. Und der fliegt gerade, das ist auf der Seite, Thermobust! Auf die Seite, zack, 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 zack. Nein, oh, verdammt! Oh, Mist, okay, also die Runde können wir auch komplett vergessen. Okay, okay, jetzt. Full Speed in die letzte Runde. So, das ist aus. Da lang. Zack. Aber wir haben keinen Tempo Boost hier irgendwo. Zumindest sehe ich keinen. Nein, ah, verdammt. Jetzt können wir bloß Zeit gut machen, indem wir hier durchkommen. Ah, nein, das ist doch nicht wahr. Es ist wieder mal zu weg. Okay, nee, da war auch nichts. Aber da oben steht schon ein erster, oben links. Also scheint es ja schon gereicht zu haben. Errungenschaft, wenn ich 64 bin, ja, nice. Freunde, wow, Freunde, Spiel gewonnen. Deine Dinosaurier-Spiele sind ziemlich leicht. Bitte, wartet, während Rexo Spielstand auf Floppy speichert. Auf was bitte? Versucht Spiel gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen. Trägst du noch einen Preis? Möchten Freunde wieder spielen? Gibt es schon einen neuen Highscore? Wir probieren es einfach noch mal, oder?
Wir können mal zurückgehen. Die Highscores, die standen ja direkt vorne auf dem Bildschirm. Wenn wir hier stehen bleiben. Achso, so ein Pech, vorhin Rexros Highscore nicht geschlagen. Keine Belohnung. Okay, aber wir können direkt nochmal. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. Der hat sich schon beschwert, dass wir seinen Highscore nicht geknackt haben. Okay, also jetzt können wir es auch sehen. Wer davon sind wir denn? Ach, ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Die Gesamtzeit für 5 Runden zählt nicht die beste Runde. Oh, verdammt. 2 Minuten 30 Sekunden ist also der Rekord. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt so schaffen werden. Aber wir geben uns größte Mühe. Das heißt, wir nehmen nicht die Abkürzung dort. Wir fahren den längeren Weg. Ich glaube nämlich nicht, dass die Abkürzung so wirklich viel, viel schneller ist. Ja. Und jetzt hier rum und zack, da gibt es einen Tempo-Boost. Gerade, nein, aber gerade wenn man den Tempo-Boost hat, man nämlich ziemlich schnell her. Oh, nein, oh, nein, oh. Verdammt. Sehr gut. Aber hier lang. Geh weg. Ey, ich hab doch getroffen. Ey, ich hab doch getroffen. Was soll das? Ah, verdammt. Auch gut hat. Nein, 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 nein. Okay, wir haben ihn gar nicht berührt. Außenrum. Zack. Okay, eine Minute. Wir sind schon in der dritten Runde. Immer aus dem Weg. Blöde Vieh. Immer bewusst. Falsche Seite, verdammt. Nein, Mann, 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 nein, nein, nein. Nein, was verkehrte Steuerung? Was? Ich muss den Weg kommen, schneller! Verkehrte Steuerung, was soll der Blödsinn? Ich dachte, wir kriegen nur Zeitlupe. Wir haben dann noch eine Runde, ne? Nie einsammeln. Nie einsammeln. Letzte Runde. Ich glaube, wir haben bloß 30 Sekunden für den ersten Platz. Geh mir aus dem Weg. Ah, Mann, was soll denn das? Okay, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Hier gibt's ein. Nein, ich habe den Tempo-Boost verpasst. Geh mir aus dem Weg. Okay, okay. Den lang. Nie einsammeln. Komm. Das müsste doch erster Platz sein. Boah, bitte. Errungenschaft. Besten Verbesserer. Jawohl. Ah, okay, da finde ich ein bisschen schade, dass sie den Namen mit You hinschreiben. Aber gut. Das war jetzt. Weiter war noch spannend, ey. So, dann können wir ja fortsetzen. Brauchen wir ja so erstmal nicht machen. Wir können ja im Hauptmenü die Spiele so starten. So, Rexo, dann hätte ich gern meine zweite Belohnung. Oh, Rexo kann nicht glauben, dass ihr Highscore geknackt. Jetzt, Freunde, kriegen ultimativen Preis. 3-Buchstaben-Eintrag in Automatenbesten. Was? Bitte, Freunde, schreibt humorvollen Namen für Bestenliste auf goldenes Stück Papier. Aha. Geht klar, Rexo, wir bringen das gleich wieder. Im Ernst, wie hat er das HD-Zeitalter überlebt? Ja, da frage ich mich auch gerade so ein bisschen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Freunde, wieder spielen? Nein, nein. Ich würde auch sagen, wir verlassen das Level jetzt. Was ist das? Ein Buch im 0, nix wieder. Was sagen wir? Ja, genau. Nicht vergessen, ihr könnt Welten erweitern, wenn ihr zum Großwälzer-Eingang zurückkehrt. Okay. Okay, das tun wir jetzt so. Wollen die erweitern oder die nächste?
Wir erweitern die, dann sollen wir nämlich auch hier hoch zu unserer Skelettfreundin. Die hat nämlich gesagt, wenn die Welt größer geworden ist, sollen wir hinkommen. Hey, guck mal her. So. Das heißt, am Eingang ist das. Nee, das ist ja der Ausgang jetzt. Hup, und tschüssi. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ah, wir hätten noch den Tunika ausholen können, aber egal. Dafür ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, es spielt auch keine Rolle, bei wem wir was machen. Also, wenn wir den nächsten treffen oder nochmal zu ihr gehen. Das ist, glaube ich, egal. Himori Towers. Hey, wer bist du denn? Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir. Moment mal, welche Wette? Diese Großwälzer können gefährliche Orte sein, aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großwälzer wie diese hier können erweitert werden. Der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt, eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Klingt cool. Wie funktioniert es? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr einen Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Himori Towers nach einem neuen Großwälzer, den ihr mit uns freischalten könnt. Erweitern oder erkunden? Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei eurem Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großwälzer zu erweitern? Pagey? Das ist ganz leicht. Tretet einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drückt auf A. Ich werde euch sagen, wie viele Pages erforderlich sind und den Wälzer erweitern. Um die anderen Großwälzer zu finden, achtet auf die hilfreichen Wegweiser, die wir Pages überall in den Hivori Towers verteilt haben. Alles klar, wir machen dann jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Ja, und was bist du? Geh weg! Wenn wer dich reingelassen hat. So. So, hier draußen war doch ein Rätsel. War hier ein Rätsel? Hier ist der Knopf. War hier nicht irgendwo? War da ein Peachy in. Ja, komm. Ah, komm, geh weg jetzt. Ah, hier. Hey, du da draußen. Wusstest du, dass du klicken kannst, um dich im Zielmodus umzuschauen? Das könnte sich als praktisch erweisen. Ja, danke für den Tipp, Peachy. Wir werden mal ausprobieren. So. Geh weg! Mann! So. So, was, ja, das kann ja nur das sein. Wir sollen uns so umgucken. Und da sind Buchstaben an der Wand. Irgendwas? Nein. Hier können wir auch nichts machen. Probier erstmal mit den Buchstaben irgendwie. So, dann wären wir gar nicht zum Schießen. Ja, was? Ach, hier. Die hatten wir noch gar nicht, ne? So. Will die jetzt anschießen? Was? Wieso spucken wir Feuer? Was? Eure Tricks sind nichts als Schrott. Darum reimt sich dieser Spot. Was? Ah, ich verstehe es nicht.
Oder muss ich die Fackeln anzünden? Ja, bitte, danke. Ah, okay. Geht ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ja, so. Warum könnte jetzt bloß nur das B? Ach, dann müssen wir einfach alle anzünden. Okay, das A, der P scheint also der nächstrichtige zu sein. Okay, das E also nicht. Boah, komm, diese Ansicht. Achso, jetzt habe ich eh nicht mitgelesen. Lange durch, bla bla, ja. Okay, der P ist der erste. Können wir das eh so wieder ausmachen? Okay, aber wenn ich... P... A... Ist auch richtig. Diese Ansicht. Ich hasse das, auf den Stick zu klicken. Also P, PG oder nicht? Ich würde sagen PG. B, A, G. B. Na, komm schon. Eins. So, I und dann E. Ja, easy. So, wo denn? Da, danke. Ey, guck. Oh, jetzt haben wir schon 11. So, jetzt gucken wir mal, was das Erweitern kostet. Hopp, hopp. Ihr braucht 3 von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr dies? Wirst du die Stammblock-Tropen erweitern? Nein. Wir gucken jetzt erstmal, was die zweite Welt kostet. Ah, guck mal, jetzt haben wir ja auch so eine dastehen. Was ist, jetzt können wir mal gucken. Was sind denn ihr alle rum? Wer hat denn euch reingelassen? Was ist? Ist das? Ist das ein fucking Kühlschrank? Echt jetzt? Schön euch zu sehen, Kinder. Wollt ihr euer Tonikum wechseln? Wechseln? Ich dachte, wir haben nur mehr. Oh, schade. Okay, dann lassen wir es erstmal bei dem zusätzlichen Leben. Und Welt 2, guck mal. Welt 1, Welt 2. Achso, hier. Da ist ein Pidgey. Aber ich bezweifle, dass wir da einfach reinspringen können dürfen sollen. Jawohl. Danke. Das ist doch 100 Pro Eis. Das kann doch nur Eis sein. Wasser. Dankeschön. Wo geht's denn hier hin? Da unten. Ja, tut mir leid. Der Fahrstuhl funktioniert nicht, aber ist nur eine Büroeinrichtung nicht einfach himmlisch, was? Genial, Herr. Geh weg. Wo geht's denn Welt? Ah ja. Wo geht's Welt 2? Ja, zum Glück hängt der ganze Zentrum still. Ach, geh weg. So. Was kostet mich denn die zweite Welt? Hä?
Okay. Sind wir jetzt richtig? Wir sind doch noch nicht in der zweiten Welt, die müssen wir doch freischalten, oder nicht? Kapital des Büros. Schnellquack. Ein eingehender Anruf. Seien Sie gegrüßt. Ich hätte nicht mit Ihnen gerechnet. Bitte erlauben Sie mir, Sie mit unserem Fortschritt vertraut zu machen. Zuerst einmal möchte ich bestätigen, dass ein geringfügiger Teil unseres Personals ermordet wurde. Das hat den Vorteil, dass wir große Mengen Gehalt ein was? Du Chef bei Amazon? Zufällig? Ich schwöre, es gibt keinen Grund zur Sorge, Herr Vorsitzender. Ich habe das Einbuch termingerecht beschafft und die entkommenen Pages werden wir bald im Griff haben. Ich glaube nicht. Ich versichere Ihnen, meine Herren, das sonderbare Duo hat keinen Schimmer, was wir tatsächlich im Schilde führen. Sobald das Buch voller Pages ist, werden wir sie und die ganze Welt beherrschen. Mist, dieser Deal wird alle Viertelminuten schlechter. Ich hoffe, in zukünftigen Spielen bleibe ich von denen verschont. Was? Dr. Quack, es ist Zeit, die Zukunft zu radikalisieren. Wir müssen die Fortschritte der Eindringlinge bremsen. Haben Sie Ideen? Na ja, so. Ich habe ein paar richtig fiese Quizfragen. Was? Ein böses Quiz? Perfekt. Es war also doch gut, Ihnen geringfügig mehr als den Mindestlohn zu zahlen. Quack an die Arbeit. Was? Ein paar richtig fiese Quizfragen. Das ist da auch Benjo Kitsui. Das gab's doch da auch. Ivory Towers. Dr. Quacks Quiz Time. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Quack, der Moderator. Oh, Lene, das ist sicher Kapitalsbiers großer Schergenmanager. Wenn groß eine Stellenanforderung war, wird der Typ hier nicht gerecht. Vielleicht lässt er uns vorbei, wenn wir ihm ein paar Brotkrumen hinwerfen. Oh, wie ich sehe, habt ihr einer meiner wissenschaftlich buchwelten Hausfriedensbruch begangen und jetzt werdet ihr dafür bestraft mit dem schrecklichen Schnellfeuerquiz. Mit was? Ihr müsst 10 korrekte Antworten liefern, um meine Fragenattacke zu überleben. Wenn ihr eine Frage korrekt beantwortet, lasse ich euch weiter. Lass ich weiter, aber bei einer falschen Antwort verliert ihr ein Leben. Wenn ihr alle 3 Leben verloren habt, geht es am Start von vorne los. Was für richtige Bosskämpfe reichte wohl das Budget nicht mehr? Und jetzt tretet vor, es gibt einen anständigen Quiz-Rätselrabatt. Ja, okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Die Stammblock-Tropen, wie viele Pages waren zum Freischalten erforderlich? Nur eine, oder? Aber mehr hat man ja gar nicht. Gleich kommt die nächste Frage. Ja, ich war euch Knotenpunkt. Wie viele Pages habt ihr von dort illegal entwendet? Oh nein.
Nein, ich würde euch das Publikum fragen lassen, wenn ihr eines hättet. Okay. Wie lange habt ihr gebraucht, um bis hierher zu kommen? Verdammt. Verflixt. Wie seid ihr drauf gekommen? Ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Dieses zerfallene Meeresschiff, das euer Zuhause ist. Was hängt am Mast? Oh, ich weiß es nicht. Hosenkürzung, Totenkopfhacke. Hosen? Ah, okay. Puh, ihr habt auf Jokopedia nachgeschaut, nicht wahr? Jokopedia, geil. Okay, okay. Vielleicht schaffen wir es sogar beim ersten Versuch. Die lächerliche Wolke Nimbel, wo in der den Stammplatzhoffen findet. Wo findet man sie? Vielleicht gleich am Anfang. Im Tümpel hinter den. Am Flussrand. Vermaledeit, selbst eine beknackte Hexe kriegt mal eine richtige Antwort hin. Ja, ich würde sagen, bis jetzt sieht es ganz gut aus, oder? Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Extra Spielhalle, wo Taurus Kantine, Rampus Tempel. Ich weiß immer noch nicht, was uns das bringt, übrigens. Verdammt, ihr seid eindeutig am Schummeln. Ja, definitiv. Verflixt und zugenäht. Eine super schnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Ah, okay, cool. Cool, cool, cool. Dr. Quacks Quiz Time, Pages. Was legales Eigentum von Hero Towers? Wie viele habt ihr insgesamt? 11. 12. Okay, das ist die einzige Zahl, die Sinn ergibt. 13. 13? Ja klar, ja, ja, wir haben ein Rätsel gelöst und das andere Wasser gelöscht. Oh. So, Pause drücken können, oder? Ne. Die schwere arbeitenden, fleißigen Mitarbeiter von Hivori Towers. Welchen habt ihr zuerst auf der grausame Weise geschlagen, was? Wir haben ihn ganz normalen, oder? Ja, meine Zeit, selbst einer beknackte Echse geht mal nicht an, mal hin. Jawohl. Und wir mit schnell sind, haben wir es schon geschafft. Dieser Charakter, wer ist es? Oh, wie heißen die? Wie heißen die? Klar, so Schütze. Mumpitz, ich hätte schwierigere Fragen stellen sollen. Nein. Einfach noch schnell, komm, jawohl. Verdammt, bei der Präsentation für dieses Quiz wurde uns diese Frage als unlösbar verkauft. Diese Niederlage wird bei meiner nächsten Leistungskontrolle genau unter die Lupe genommen werden. Egal, ich werde einfach das nächste Quiz so schwierig machen, dass selbst ein Lösungsheft euch nicht helfen wird. Okay, okay, wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal, ihr Dussel. Muah. Okay. Schon so. Errungenschaft freigeschalten. Quacker. Ja, geht klar. Ist schon ein cooles Zwischending. Finde ich echt cool. Hat was. Auf jeden Fall. Die Worik Towers. Ach guck mal, da hinten geht's weiter zu Level 2. Ah, ich dachte, das wäre hier oben schon direkt die Tür einfach. Ja. Wirklich, so wird Papier gemacht. Und es ist sogar schon beschrieben, ne? Das ist ja spitze. Geh weg. Ne, komm her. Und geht's auch lang? Wo ist der feine Blume? Das sind wieder die Eiskristalle.